Yo Leute und willkommen zurück zu No Man's Sky. Wir sind hier wieder auf der Anomaliestation und wollen mal über Artemis berichten, bevor wir uns seinem Sprachcomputer widmen. So, und ich sollte auch nochmal mit Polo quatschen. Na, na, Freund geleitet verlorene Anomalien zu unserem Zuhause. Bringt sie in Sicherheit vor dem blutroten Jäger. Nada ist wahrlich ein guter Freund. Verlorene Anomalien. Ah ja. Ja. Vielleicht hat uns Artemis Freund vergessen. Das wäre traurig. Oder ich denke, dass Artemis Freund irgendwo gereist ist, wenn er uns noch nicht getroffen hat. Ja, irgendwie sind sie ja mit Artemis befreundet und Artemis ist irgendwie verschwunden und steckt fest. So viel habe ich jetzt auch schon gecheckt, aber mal sehen. Nach Atlas Stationskoordinaten fragen. Nach Koordinaten. Ah, das hatten wir das schon mal. Und Bolo nickt ernst. Er sendet Koordinationsdaten einer Atlas-Station an meinen Raumschiff-Computer. Ja gut, dann soll er das mal tun, würde ich sagen. So, warum ist hier hinten noch so ein lila Reisedings? Kann ich eigentlich auch hier... Was haben wir hier? Roma-Geobucht. Ach so, das sind die, die Fahrzeugdinger, ne? Aber eigentlich will ich mir mal das Safe-Beacon holen. Kriege ich das hier auch irgendwo? Energieversorgung. Landwirtschaft. Landwirtschaft ist natürlich auch irgendwie spannend. Zumindest wenn ich mir meine Basis baue. Im Moment ruht der Basisbau ja mehr oder weniger. So, das Speichersignal. Tragbare Wegpunktmarkierung. Interessant, ne? Ich glaube, auf meiner Forschungsstation in meinem Zuhause ist das hier der Wurzelpunkt und hier ist es das Speichersignal. Und hier steht nämlich, einmal aktiviert, bieten Signale einen dauerhaften Navigationswegpunkt, um wiederholte Besuche an bestimmten Orten zu erleichtern. Das Dingen will ich auf jeden Fall haben, deswegen erforschen wir das jetzt. Ich glaube, hier sind eh so die wichtigsten Sachen dabei. Was haben wir hier noch? Nachrichtenmodul. Ein kleiner zugänglicher Informationsbehälter, um Nachrichten zu hinterlassen. Oder vorhandene Nachrichten und kurze Informationstexte zu lesen. Nö, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Eine Lichtbox. Ein spezielles Konstruktionsmodul, das zur Gänze aus lichterzeugenden Platten gefertigt wurde, kann zur Erstellung von Lichtmauern verwendet werden. Die Box kann vor oder nach dem Platzieren umgefärbt werden, benötigt Strom, um zu funktionieren. Ja. Gut, ansonsten kann ich mir eh nicht viel leisten. Also, ich glaube, so Navigationsdaten... Nee, geborgene Daten... Da muss ich wahrscheinlich mir nochmal das eine oder andere Mal was farmen, denke ich mal. Nee, mit dir wollte ich eigentlich gar nicht sprechen, Junge. Ich wollte eigentlich... Achso doch, ich muss mit dem sprechen. Ah nee, hier brauche ich wiederum Nanit für. Ich finde es immer noch verwirrend, was ich für was brauche. Ich habe 400 Nanit übrigens. Dann könnte ich mir hier vielleicht noch die eine oder andere Blaupause gönnen. Auch wenn ich den Rest noch nicht erforscht habe. Ich glaube, ich möchte eigentlich noch ein bisschen... Nee, Exo-Fahrzeug gar nicht, weil ich Exo-Fahrzeuge noch gar nicht gebraucht habe und ich noch kein Gefühl habe, wo es darum gehen könne. Wo ist denn mein Multitool-Forschungsdingens? Ach, guck mal. Ein Waffenterminal. Naja, nee. Also ich hatte schon mal eins gesehen, das war deutlich besser als meins, hat aber auch ordentlich was gekostet, selbst das kostet 635.000. Schade eigentlich, okay, hier kann ich mir auch was kaufen. Das wäre mal interessant, dass ich mir das merken würde. War das eventuell sogar hier, wo ich es gesehen habe? Ne, ich meine, ich hätte es auf der normalen Station schon gesehen gehabt. So, Kampfvisier. Kampfvisier ist natürlich nett zum Kämpfen. Wer hätte es gedacht, aber das hier kostet ordentlich Asche. Untersuchungsgerät. Venomform-Wiederverwerter. Ein leistungsstarker Prozessor. Das Ding habe ich offensichtlich schon. Zumindest den Bauplan dafür. Der in das Scansystem des Multiwerkzeugs eingebaut wird, damit sich das... Achso, genau, das hatte ich gekauft. Ein unabhängiges Schaltkreis-Upgrade für das Analysevisier, das die Scanvorrichtung um eine Echtzeitanalyse des Terrains erweitert. Wechsle
mit links, rechts zwischen dem Visiermodo, verwende den Untersuchungsmodus, um nach versteckten Ressourcen im Terrain zu suchen. Ja, das finde ich nicht so schlecht. Und hier gibt es noch verschiedene Waffen-Upgrades. Erweitert den Blitzwerfer um ein leistungsstarkes Feldionisierungsgerät, durch das die Stabilität der Projektile in der Luft erhöht wird. Verbessert die Genauigkeit. Wirkungsvolle Projektilwaffe. Abgefeuerte Plasmageschosse prallen von Oberflächen ab, bis ihr interner Timer eine große Explosion auslöst. Aggressiver Waffenaufsatz für das Multiwerkzeug. Der Glutspeer fügt Zielen sofort Schaden zu. Spezieller Nahkampfwaffenaufsatz für das Multiwerkzeug. Mit R2-Waffe abfeuern. Der Streublaster konfiguriert das Multiwerkzeug so, dass metallische Elemente erhitzt, zerschmettert und in einem breiten Zerstörungskegel abgefeuert werden. Das ist so eine Art Shotgun oder sowas. Und noch ein Impulswerfer, Schnellfeuerwaffenaufsatz. Ja, die Dinger möchte ich eigentlich mal irgendwie haben, aber ich überlege nicht doch, ob das hier nicht erstmal die besseren sind, ein bisschen an meinem Multitool und meinen Analysefähigkeiten rumzuforschen. Hauchdünne Linsen werden in einer genau kalibrierten Matrix angenommen, um den Minenlaser auf atomarer Ebene zu bündeln. Die zusätzliche Präzision ermöglicht hocheffizienten Abbau. Die Elemente werden effizienter extrahiert, wodurch sich der Ertrag von Gegenständen erhöht. Naja, nö, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kampf oder bessere Analyse? Was ist mir wohl irgendwie wichtiger? Wie benutze ich das eigentlich? Das habe ich auch noch nie benutzt, ne? Beziehungsweise ich habe ja bisher nur einmal gekämpft. Komm, ich nehme mal den besseren Analysevisor mit. Ein Quantencomputer brauche ich dafür. Auch nicht schlecht. Untersuchungsgerät, ein unabhängiges Schaltkreis-Upgrade für das Analysevisier, das die Scan-Vorrichtung um eine echte. Ach ja, das Stelle magnetischer Stelle Quantencomputer her. Ja. Komm, das kennen wir. Was sollte ich jetzt eigentlich hier im Speziellen? Oder was ist das für ein lila Punkt, der mir da oben angezeigt wird? Ich verstehe es noch nicht so ganz. nee, Protokoll bitte. Untersuchungsgerät bauen, Archiv nach Daten durchsuchen. Mann, warum mache ich denn auf einmal so viele Sekundärmissionen? War das hier? Nee, ich verstehe nicht, wo mich das Liederding dahin navigiert. Und warum mir da rechts am Rand noch so ein Puls angezeigt wird. Das Untersuchungsgerät erlernen. Ist ein Upgrade für das Hä? Das ist doch das, was ich gerade fortgeschrittene Energie- und Technologie-Upgrade installieren. Industrielle Begutachtung. Dafür muss ich aber erst das Ding hier bauen, oder? Das Untersuchungsgerät erlernen, den Bau einer Industrieeinheit erlernen. Zu den Industrieeinheiten zählen der elektromagnetische Generator und die Mineralienextraktoren und Gasextraktoren. Diese fortgeschrittenen Module können unendlich lang freie Energie und Ressourcen erzeugen, wenn sie korrekt platziert werden. Den richtigen Standort kann man mit dem Untersuchungsgerät ausfindig machen. Ach so, damit kann ich irgendwie so eine Endlosenergie oder was erzeugen und bin nicht mehr auf die Verbrennung meines Kohlenstoffes eingeschränkt, oder? Den richtigen Standort kann man mit dem Untersuchungsgerät ausfindig machen. Erlerne in der Konstruktionsforschungsstation an Bord der Weltraumanomalie neue Konstruktionsbaupläne. Ja, aber die sind ja wahrscheinlich nicht umsonst, oder? Und hier ist es wieder ein bisschen links von mir, dieses Liederteil. Ich check nicht, was sie von mir wollen. So. Ist das hier unterm Strom?
Ja, ich vermute mal, es ist eigentlich das hier, ne? Aber es kostet 10-mal geborgene Daten. Ich kann es mir also nicht leisten, du Schlaumeier. Aber ich frage mich immer noch trotzdem, was dieser lila Punkt da ist. Die Sekundärmission... Weswegen bin ich eigentlich hier, ne? Jetzt ist auch das Lila-Ding weg. Auch nicht schlecht. Oder? Nee, es ist immer noch da. Jetzt... So, ändere deine Mission im Protokoll. Es ist alles so verwirrend. In der Anomalie kannst du Technologiebaupläne oder neue Basisteile kaufen. Nutze den Nexus, um mit anderen Reisenden Missionen durchzuführen oder Entdeckungen und seltene Produkte gegen Nanit einzutauschen. Das ist die Aufgabe für Artemis, weiterhin helfen. So, hier sind die beiden Kollegen, mit denen habe ich auch schon mal gesprochen. Die waren ja auch noch in der Beschreibung drin. Aber das habe ich doch auch schon mal gemacht, oder? Da hieß es doch gerade noch, die können mir irgendwas geben, oder? Naja, offensichtlich nicht weiter. Also irgendwie ist mein Besuch hier reichlich überflüssig gewesen, oder? Ich glaube, hier konnte ich noch so ein paar Ergebnisse und so abgeben. Keine neuen Entdeckungen. Ja, okay, das ging schnell. Aber ich glaube, hier waren auch noch so Typen. Jo. Meilensteindaten übertragen. Du hast viel gesehen, aber verstehst du es auch? Das weiß ich nicht. Bitte nimm das. Oh, einiges an Nanit. Und zwar ordentlich viel. Dann kann ich vielleicht mir gleich doch nochmal das teure Ding leisten. Guck mal, ich kann einen Wirbelwürfel hier abgeben. Kann ich noch mehr abgeben? Die habe ich mal in irgendeiner Höhle aufgesammelt, glaube ich. Als ich... als ich dieses Dingen gesucht habe. Diese Drop-Dingens da, wo ich mein Inventar vergrößert habe. Na gut, dann können wir sie hier wenigstens mal abgeben. Wird das Inventar auch wieder ein bisschen leerer. Ach so, nee, die wollte ich mir erstmal klemmen. Und hier war noch einer, genau. Gut, er hat nichts mehr. Juti! Also ich weiß nicht, wann diese strikte Führung in diesem Spiel aufhört, dass ich hier Quest für Quest quasi durchgejagt werde. Ich denke mal, wenn das alles vorbei ist, dann kann man sich hier mal mit den ganzen Tätigkeiten umschauen, Missionen, schwarze Löcher und keine Ahnung, was es alles gibt, wie man hier am besten zu den Ressourcen kommt. Also Units, Nanit oder diese verlorenen Daten oder was auch immer. All das sind so Dinge, die man natürlich irgendwie mal haben will. So, ich nehme mal diesen Bauplan hier mit für mein Multitool. Hat das auch wieder eine neue Nebenquest gegeben? Und wie viel habe ich jetzt noch? Dann könnte ich das andere Ding da vielleicht auch noch mitnehmen. Wer weiß, wann ich das alles erforschen werde. Aber was man hat, hat man, oder? Den Kampfvisor. Jo, selbst den kann ich mir noch leisten. Und dann bräuchte ich auch irgendwann mal ein Multitool, wo ich das alles mal anbringen kann. Weil mein jetziges Multitool ist ziemlich voll, muss ich sagen. Aber jetzt fliegen wir erstmal und machen das, was Artemis von uns will. Hier sind wir falsch. Eieieiei. Ich meine, ich bin irgendwo ganz froh, dass ich gerade mal wieder in ein spannenderes Spiel spiele. Nach Crash Bandicoot 4 und Demon's Souls. zumindest bin ich hier noch nicht so oft gestorben. Aber es ist irgendwie schon reichlich komplex und es gibt viel zu tun. Also ich habe ungefähr 1 Million Sachen im Kopf, die ich tun könnte. Aber die ich nicht tue, weil ich im Moment halt diesem Questpfad folge. Und ich frage mich halt, ob sich das irgendwann ändert oder nicht. Naja. Jetzt war gerade wieder dieses Lila-Ding da, oder? Oder ist das Lila-Ding einfach generell der Marker für diese Anomaliestation? So, Kalibrieren des Übersetzers. Erlerne Worte von einer außerirdischen Lebensform. Ja, das brauchst du mir nicht zeigen.
Genau, ich wollte eigentlich auf meinem Heimatplaneten landen. Ah ne, das war falsch. So geht's besser. Jo, und wenn wir jetzt zukünftig mal Sachen von Interesse finden, dann können wir auf jeden Fall mal unseren Safe Beacon dahinter lassen. Dann finde ich doch zukünftig auch deutlich leichter zurück, als wie es mir beim letzten Mal gelungen ist. So, außerirdische Lebensform. Wer steht da wohl rum? Weil es ja nicht so, als wenn ich nicht schon genug außerirdische Lebensformen getroffen hätte, von denen ich schon irgendwelche Wörter gelernt habe. Uiuiuiui, das wäre fast schief gegangen. Ich will eigentlich auf dieser Landeplattform da landen, weil dann kostet mich das Abheben kein Treibstoff. Habe ich es geschafft? Warum bin ich eigentlich in der Innenansicht? Sonst war ich, glaube ich, immer eher in der Außenansicht. Aber jo, wenn sie es schon automatisch dreht, dann habe ich es auf jeden Fall geschafft. Ja, kühl. Kühl im wahrsten Sinne des Wortes hier unten. Ein Mikroprozessor. Mal alles plündern, was die Leute hier so rumstehen haben. So macht man sich immer beliebt. Das finde ich übrigens generell in Spielen, gerade in RPGs, immer mit am schwächsten, ja, wenn es so keine Konsequenzen hat, wenn man die Leute beraubt, ja. Die stehen daneben, gucken zu, wie man ihnen alles wegnimmt, aber es interessiert sie überhaupt nicht. Das ist immer geil. Lokales Handelszentrum. Ein Waffenterminal. Nein. Auch das ist nicht besser als das, was ich habe. Verschlüsselte Navigationsdaten. Und noch mehr davon, oder? Ja, cool. Nanithaufen? Ey, was gibt's denn hier alles? Verschlüsselte Daten, Nanithaufen, was das Herz begehrt. Oh. Hi. Es könnte sein, dass ich gerade dein Zeugs hier eingesackt habe. So, er hat viele Komponenten im Angebot. Besucherentität, Corvax. Ja gut, Komponenten kaufen und verkaufen dürfte ganz normaler Handel sein. Mal gucken, ob er irgendwas von mir haben will, was ich teuer loswerden kann. Aber nicht so richtig. Und was hast du für Baupläne im Angebot? Und vor allen Dingen für welche Währung? Ein Schildgitter. Okay, aber alles für Nanit. Wärmeschicht, Gefahrenschutzeinheit, Laufionisator. Okay, das sind aber alles keine Sachen. Beziehungsweise, das sind alles Sachen, die ich glaube ich auch oben auf der Station kaufen kann, oder? Auf der Anomaliestation. Jo, hier geht's wieder raus. Achso, hier gibt es auch noch ein Terminal des galaktischen Marktes. Raumschifftreibstoff für 43.000 kaufen. Ich weiß ja nicht. Nein, alles die Sachen, die ich habe, die sind nicht großartig nachgefragt. Toll. Hi, mein Freund, ich komme gleich zu dir. Ich will aber einmal hier das Ding kartografieren. Und mitnehmen, was es gibt. Gut. Nochmal Navigationsdaten. Nanit. Das ist doch alles nett. Ich glaube, neben Navigationsdaten gibt es auch noch verlorene Daten. Ne? Das sind wahrscheinlich die Sachen, die hier gegebenenfalls irgendwo verbuddelt sind. Ach, guck mal, das ist gar nicht so weit weg. Dann würde ich sagen, abbauen. Das scheint mir doch gar nicht so unlukrativ zu sein hier. So, jetzt sehen wir es auch nochmal. Was kommt hier raus? Genau, geborgene Daten. Geborgene Daten und Navigationsdaten. Units, Nanits, Quecksilber. Also gibt es schon einiges an Währungen in diesem Spiel. Und noch mehr Nanits.
Mal gucken, ob wir hier noch ein paar Navigationsdaten oder so finden. Das war zumindest, als wir zum ersten Mal solche Gebäude hier betreten haben, der Fall gewesen. Jo, da ist wieder eine. Es sieht genauso aus, wo ich glaube ich damals meinen Deflektorschild oder sowas herbekommen habe. Nanithaufen abbauen. Da ist auch noch ein Frachtabwurf. Auch der ist nicht so weit. Ja, und wo genau ist er jetzt? Hier drinnen, oder wie? Ist das das Handelszentrum? Doch, hier war ich doch gerade schon. Wo genau soll dann dieser Frachtabwurf sein? Entfernung 28 U. Ziel erreicht. Das scheint doch irgendwie hier drin zu sein, oder? Es ist doch genau hinter dieser Mauer, oder? Naja. So, wo ist denn jetzt der Typ, der mit mir sprechen wollte? Der stand doch gerade noch genau hier um die Ecke. Oder muss ich von der Seite hier reingehen? Also wenn ihr mich fragt, ist das hinterm Händler, dieser Frachtabwurf. So, Entität Gotor, du bist das also. Hm, ja, dich verstehe ich nicht. Ey, Nico. Ja gut, wenn man irgendwann genug Worte gelernt hat, dann kann man wahrscheinlich auch mal mit den Leuten hier gescheit sprechen, oder? Die Lichter von Entität Gotor blitzen auf, während die Gedanken des Aliens direkt mit meinem kommunizieren. Er bringt mir ein Wort in seiner Sprache bei. Mein Gehirn fühlt sich erfrischt an. Als ich mich umdrehe, um zu gehen, gibt Entität Gotor einen hohen Pfeifton von sich. Macht er uns an, oder was? Anscheinend weiß der Alien mein Interesse für seine Geschichte zu schätzen und überreicht mir eine Karte mit der Route zu einem uralten Relikt. Okay, jetzt wird mir das mit den Worten anscheinend beigebracht, was ich glaube ich auch größtenteils schon selber rausgefunden habe. Ich vermute mal, das uralte Relikt sind diese Sprachsteine. Und da leuchtet auch noch was. Ja, uralte Tafel. Also ich hätte schon gern diesen Frachtabwurf, ja? Wie kann das sein, dass der hier drin, hier hinter, was auch immer ist? Naja. Hm, 6 Minuten. Ich flieg da lieber mal hin. Wo ist es? Da. Und da ist auch mein Raumschiff. Ja gut, hier beim Starten muss ich nichts ausgeben an Treibstoff. Aber natürlich bei dem Relikt, wenn ich von da wieder starten will. Es sei denn, da ist auch noch ein Landeplatz. Ah, es ist doch deutlich weiter weg, als ich dachte. Wenn ich mit dem Schiff schon 10 Sekunden dahin brauche, ey, da hätte ich mich totgelatscht. Können wir mal wieder in die Außenansicht gehen? Boah. Upsa, sorry, Schiff. So war es nicht gedacht gewesen.
Hier scheint es keinen Landeplatz zu geben. Leider, leider. Aber da ist auch noch was verbuddelt. Da ist wieder ein Frachtabwurf. Kriegen wir den wenigstens. Aber ich glaube, Frachtabwurf ist gar nicht das, was ich dachte. Ich dachte, das wäre dieses große Ding, wo ich halt auch meine Inventarerweiterung rausgeholt habe. Aber ich glaube, Frachtabwurf kann einfach irgendwas sein. Wie hieß denn da nochmal das Ding? Genau, hier sieht man es auch. Das Ding, wo ich meine Inventarerweiterung bekommen hatte, hatte glaube ich doch noch irgendeinen anderen Namen. Aber einen ähnlichen, meine ich. Ja, verdichteter Kohlenstoff. Und ein Mikroprozessor. Nehmen wir natürlich mit. Und irgendwo lag hier auch noch was Leuchtendes rum. Da wollte ich auch noch mal einen Blick drauf werfen. Wo war das denn? Ich habe es von oben gesehen. Aber jetzt nicht mehr. Besuch von Gordo, Korvax-Tafel. Das ist aber ein deutlich größeres Ding als die Steine, die wir sonst gesehen haben. Die uralte Markierung summt in einer Frequenz, die sich tief in mein Innerstes gräbt und mich mit den Stimmen der Korvax-Echos erfüllt. Wissen pflastert den Weg zum Verständnis der Wahrscheinlichkeit. Der Atlas sprach in Fragmenten. Die Atlas-Schnittstellen sind ihre Schatten, die Monolithen sind ihre verstreuten Kinder. Zusammen vermitteln sie die Weisheit des Unendlichen. Sie müssen verstanden werden. Erstmal um Hilfe bei der Sprache bitten. Mein Wissen über die Korvax-Konvergenz wächst. Ich habe ein neues Korvax-Wort gelernt. Ansehen verbessert bei den Korvax. Und das war's jetzt, oder wie? Ach so, ich soll noch mehr Worte lernen. Das trifft sich gut. Ich habe hier gerade noch so ein Ding irgendwo am Radar gesehen. Grob in die Richtung. 108, das ist nicht so weit. Dann nehmen wir den Fußweg. Man sieht schon, dass ich einige Wörter gelernt habe. Ich verstehe zumindest einige der Wörter mittlerweile, wenn die alle mit mir sprechen. So, der Übersetzer ist kalibriert. Da hinten sind noch so große Steine. Sowas wollte ich eigentlich auch mal probieren abzubauen. Finde eine Lebensform, um etwas über deinen Aufenthaltsort zu erfahren. Na gut. Ich würde sagen, dann fliegen wir da jetzt nochmal hin und dann haben wir es eigentlich auch schon fast wieder geschafft. Lebenserhaltungssystem bei 35%. Ja, das ist doch noch ganz okay. Aber ich frage mich trotzdem, irgendwo hat man hier vorhin was leuchten sehen, aber irgendwie finde ich es jetzt gerade nicht so wieder. Ach, guck mal, da ist auf jeden Fall noch Natrium, ne? Das nehmen wir mal mit. Und das könnte ich dann bei Gelegenheit auch mal verdichten. Ups, den Baum wollte ich eigentlich gar nicht. Wollte eigentlich nur das Natrium. Gut. Also ich muss nochmal gucken. Natrium konnte ich auf jeden Fall verdichten und Kohlenstoff auch. Oder brauchte ich den teilweise auch in Reimform? Ich kriege es irgendwie noch nicht ganz auf die Kette. Sieht schon schick aus, mein Heimatplanet, muss ich sagen. Also am Anfang war es natürlich ein bisschen ätzend, als Neuling hier direkt im Eis klarkommen zu müssen. Aber ansonsten ist es ein wunderschöner Planet, finde ich. Also fühle mich schon heimisch hier. Nur die Umweltbedingungen sind halt ein bisschen anstrengend, aber gut. Natrium gibt es genug. Vielleicht kann man es auch irgendwann mal anbauen, diese Pflänzchen da, wenn man mal seine Basis erweitert. Dann sollte das Überleben hier auf diesem Eisplaneten auf jeden Fall kein Ding sein. Oh. Oh, das ist ganz schön weit weg. 5 Minuten Flugzeugzeit. Nee, dann gehen wir lieber mal ein bisschen in die Atmosphäre. Dann geht's deutlich schneller. Das war auch ein guter Trick gewesen, als ich die Koordinaten gesucht habe zur Inventarerweiterung. Oh nein, nicht ganz so tief.
Ich will schon... Ach komm, es ist ein bisschen schwierig zu lenken, wenn man gerade Vollgas gibt. Nein, das machen wir jetzt nicht. Das wird auch so gehen. Zehn Sekunden Ankunftszeit. Das ist okay, damit kann ich leben. Ist auf jeden Fall deutlich besser als 6 Minuten. Aber man merkt schon, wenn man sich der Atmosphäre wieder annähert, dann geht die Zeit auch ein bisschen hoch, ne? Also man wird langsamer, je näher man an den Planeten rankommt. Ich weiß nicht, ob es mit Gravitation oder Luftwiderstand eventuell zu tun hat. Bin mir aber sicher, es wird eine vernünftige Erklärung dafür geben. Oh. Ah, da ist ein Landefeld für mich. Treffer. Gut, ich glaube, das sind Handelsposten, diese Dinger hier. Und da läuft auch jemand rum, den wir ansprechen sollen, vermute ich mal. Jo, da sitzt er. Genau, lokales Handelszentrum. Außenposten 75 LU28. Juti, aber ich würde sagen, mit dem Typen reden wir beim nächsten Mal. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.